Male. Also wie schon gesagt, ich bin voller Optimismus, weil es kommt jeden Tag aber mehr und mehr die Wahrheit raus, auch im Mainstream, dass das ganze Jumper dann Trick war. Und dass wirklich nur die gleichen Egoisten gesagt haben, ja, ich gehe jetzt nochmal, weil ich mag das und ich mag das. Wir alle sind eigentlich die Besseren, weil ich sage, wir haben Zeit, wir haben Geduld und wir haben das Sport und jetzt darf man auch wieder alles, oder fast alles. Und das ist einfach gut so. Und der Herr gewisse Bill Gates, der hört auch nicht auf mit seinem ganzen Theater, weil jetzt probieren wir es mit der Kern, wie das Neiche da heißt, und versucht in jedem Land seine eigene Polizei zu etablieren und unsere Grundrechte zu unterlaufen, zu unterwandern. Aber ich denke mal, das wird nicht funktionieren. Hoffen wir es. Und ich freue mich dann schon jetzt demnächst einmal Mitte Mai, wenn gewisse Wahrheiten dann ans Tageslicht kommen, wie auch immer, warten wir einfach ab. Dann haben wir wahrscheinlich sicher viel Grund zum Feiern. Spazieren gehen einmal weiterhin bei unserer Regierung, die ist ja genauso noch intelligent wie früher. Obwohl eigentlich da die Wahrheit auch schon im Parlament angeredet worden ist. Und warum das Ganze nicht so funktioniert, wie sie gerne das wollen hätten. Aber wie schon gesagt, ein gewisser Rauch, ohne dem geht's auch. Und das werden wir auch noch hinkriegen. Also habt halt viel Spaß beim Spazierengehen. Sagt's laut. Auf ein Dreiviertel gehen wir dann wieder weg. Und genießt einfach einmal einen schönen Abend ohne Regen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Also danke nochmal. Da? Grün. Cool. So. Gehen wir dann auch helfen, oder? Der ist am Vorder, ich glaube, der wird jetzt nicht gern. Thank you.
spannend! Gütesiegel. Nein, aber das war 2022 für einen Turnverein, also quasi für einen österreichischen Verein zur körperlichen Betätigung, nachdem ihr Fitnessstudio und alles lang gesperrt waren, bereits wieder Sterne vergibt. Homeschooling hat da ein Laufband. Also wenn ich jetzt hier noch 19 und 20 war, finde ich nicht, bitte, du musst das auch schon festhalten. Ja. Wir sind da beim Turnverein und es ist quasi Maske auf, ja. Wie man das richtig macht. Also Turnen bitte schon mit Maske. Ja. Damit es ja jeder Donner versteht. Und die kleinen Kinderlein kommen. Na, aber ich hab mir doch, das muss man mal erklären, wie das funktioniert. Ne? Ja, wenn es wir nicht haben, dann gibt es gar kein Bildungsfernsehen mehr. Freiräume haben wir auch schon mehr wie genug in der Kunstgemeinschaft. Das muss man auch schon lobend erwähnen, dass sie dafür viel, viel Räume gesorgt haben, die gähnen und stöhnen und lechzen. Aber mehr gähnen. Neutralität, wenn das wer versteht. Ich bin ja im Moment gerade Opfer der Zensur, aber falls du mal Fake News verbreiten wollen würdest, ja, und deinen ernstzunehmenden journalistischen Gedanken ab Akta legen würde, ich würde sagen, mit dem Haus, so wie es so steht, kommt man schon fast sagen, es schaut ein bisschen nach Kiew, Dnepr, Maribor oder was auch immer so aus. Also, man sieht, auch in Hallein ist der Russe nicht ganz fern. Ja, der rasende Kriegsreporter. Naja, nachdem man ja jetzt aktuell quasi schon in den Medien so weit ist, nachdem man, dass man ganz offen vom Einsatz von Nuklearwaffen spricht, hätte gesagt, werden wir das ja eh bald in irgendeiner Form so haben. Gesagt, da gab es ja die Drohung, England mittels seiner Atomdrohne mit einem Tsunami, einem radioaktiven verstrahlten Tsunami im Meer versinken zu lassen. Zelensky juckt da gerne vor, also Kriegsatomare, Kriegswaffen. Ja, wie gesagt, Sleepy Joe Biden wacht ja auch von Zeit zu Zeit aus seinem geriatrischen Zustand auf und droht. Und ganz wichtig ist für mich, dass die Deutschen, nachdem sie ja im Schulterschluss mit den Österreichern nicht nur in den Corona-Maßnahmen, sondern auch in zwei Weltkriegen sozusagen waren, dass sie es da wieder schaffen, jetzt unter Scholz endlich wieder ein bisschen Kriegstreiberei zu betreiben. Das muss schon sein, also das ist gut so. Ja. Ich zitiere mich da selbst, indem ich wieder einmal mehr Konfuzius zitiere. Wer den Frieden will, der schickt Diplomaten. Wer den Krieg will, der schickt Waffen. Ja, Diplomaten werden dieser Tage sehr oft ausgewiesen, habe ich mir sagen lassen. Und Waffen werden geschickt. Also es darf sich jetzt der geneigte Seher selber zurecht dividieren und multiplizieren und sonst wie für sich ergründen, wie es ob des vermeintlichen Friedenswillen aussieht.
Schwarzblock begleitet werden. Der junge Mann mit der Kapuze, Sonnenbrille, Pulli. Der ist schon ein paar Mal aufgefallen, ja. Ja, ja. Ein paar Puste, dass sowas im Büsch. Vor die Brücke angefangen hat, kann ich nicht verstanden. Genau, aber ich habe keine Puste, dass sowas im Büsch. Er ist kein Gaybocker, das kann auch sein, dass er kein Corona trinken darf. Hier schlägt die Spanns-Gummi-Ring an, mal geht's auf, mal geht's nieder. Thank you.
wieder Dienstag, mal wieder auf der Straße, mal wieder ein bisschen unterwegs in Sachen Grundrechte, Freiheit und Aufklärung. Alles neu macht der Mai. Ganz neu ist es nicht. Ich habe ja bei den letzten Reden hier festgehalten, ich fühle mich als Österreicher, als Staatsbürger einer jener Nationen oder der Nation Nummer 1 im Vertrotteltsein, zumindest in Europa. Ich habe eine gute Nachricht, in Europa sagen wir das nach wie vor. Aber wenn man den Blick nach Shanghai wagt, dann ist das sehr schön, weil dort entstehen inzwischen ja die Corona-Toten wieder auf. Also während bei uns der Kanzler zurückgekehrt ist mit den großen Ohren, ist es tatsächlich so, dass Toderklärte aus dem Leichensack dann doch wieder auferstehen. Also wir haben Ostern hinter uns gelassen, aber der Mai bringt die tollen Sachen. Und ich freue mich, dass heute wieder über 5000 Menschen hier in Halle versammelt sind. Falls ihr jetzt... Falls ihr jetzt aus dem Fenster schaut und euch denkt, was ist das für ein Trottel in eurer Komfortzone, das sind ja gar keine 5000 Leute. Ja dann, liebe Leute, hätte ich euch gesagt, schaut euch an, was die Joy Randy Wagner und ihre Freunde am 1. Mai gehabt haben. Wenn man das im selben Verhältnis sieht, wenn dort Hunderttausende waren, dann sind wir jenseits der 5000. Es ist aber völlig egal, wie viel wir sind, weil wir machen ja eher keine Parteiwerbung, sondern wir gehen ja tatsächlich nur für Grundrechte, nur für Freiheit und nur für körperliche Unversehrtheit auf die Straße. Und das bedeutet ja nicht viel, weil wir konnten ja dem 1. Mai gedenken. Wir konnten den geheimen Nazi-Code, die Tracht, übrigens auch eine Stellungnahme von der SPÖ, ja, austragen und das schneidige Mädels und zünftige Burm oder umgekehrt zeigen, wie sehr uns dieser Staatsfeiertag und der Tag der Arbeit bedeutet. Wir hatten hier heute am Weg eine freundliche Dame von einer Hausbetreuungsfirma, die beim Spaziergang nett aus dem Fenster den Daumen runtergedeutet hat. Im alten Rom war das, dass man den Tod wünscht. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht meinte sie auch nur, sie will unsere Botschaft nicht gutheißen. Sei es wie es sei, wenn man in einer Hausbetreuungsfirma arbeitet und mit den momentanigen Spritpreisen und den Energiepreisen, ich rede da jetzt vom Laubbläser und allem, was dieses faule Pack sonst so bei der Arbeit verwendet, weil zusammenrechnen tut ja keiner mehr. Wenn man so immer meint, es ist gut, was in diesem Land passiert, dann finde ich, hat die Dame auch wirklich recht und verdient, dass es ist, wie es ist. Ja, die anderen sind halt da einfach nur das Bauernopfer. Macht aber nichts. Damit genug der Worte zur aktuellen politischen Situation. Es ist sicher allen aufgefallen, unser Leithammel, weil wir sind ja im Land der Schäfchen, die immer noch tief schlafen und dergleichen, hat einen neuen Look, er ist frisch geschoren, wie sich das gehört im Frühjahr. Und er ist jetzt unter die Krieger gegangen, er trägt jetzt den Bart eines Wikingers, also wir sind vom friedlichen Nikolaus langsam zu den Radikalisierten gegangen, aber es freut mich, dass er trotz seiner Bandscheibenleidens einmal mehr auch heute mit dabei ist und mit uns spazieren geht und weiterhin tapfer kämpft. Ich habe ja schon mal erwähnt, die Sache mit dem Rückgrat ist in dem Land ein bisschen schwierig. Er hat eins, es tut weh, aber er geht trotzdem auf die Straße. Mögen sich die einen oder anderen Zuhörer daran ein Beispiel nehmen. Des Weiteren möchte ich noch ganz kurz die Zeit nutzen, um für einen anderen Mitstreiter, der heute nicht hier vor Ort sein kann, weil er einen langen, steilen, naja, nicht ganz so steilen, aber ein paar Höhenmeter sind es trotzdem, Weg auf sich genommen hat. Und nachdem es der Roman filmt, werden wir es ja mal als Videobotschaft zukommen lassen. Ich möchte den Max grüßen für alle, die nicht wissen, weil sie Halleiner sind oder Romans Videos nicht verfolgen. Asche auf euer Haupt dafür. Der Max ist jener Mann, der in Salzburg halbnackt über den Mozartplatz geschleift wurde. Jener zigarrenrauchende Mitstreiter seit Anbeginn des Wahnsinns, also der Wahnsinn hat in Österreich im März 2020 begonnen, für alle, die vergessen haben, wie lang der Irrsinn schon geht. Wir haben bald 26 Monate diesbezüglich auf der Uhr und ein gutes Zeichen weiterzumachen, weil sonst haben wir irgendwann das dritte Jahr voll, aber egal. Jedenfalls, dieser Max ist losspaziert von Salzburg gestern Morgen um 9 in der Früh nach Wien in Form eines Fastenmarsches.
Er beweist damit, dass man aufstehen kann und dass auch ein 10.000-Meilen-Marsch sprichwörtlich mit den ersten Schritten beginnt. Er macht es in Anlehnung an sein großes Vorbild Mahatma Gandhi, der mit friedlichem Protest und sozialem Ungehorsam in der Geschichte gezeigt hat, dass durchaus gewaltfreier Protest etwas bringt, auch wenn viele in der Komfortzone immer noch glauben, mit dem Arsch auf der Couch zu sitzen, bringt was. Ja, der Strompreis steigt, wenn man zu an der Spülkonsole hängt. Wie dem auch sei, der Max ist unterwegs nach Wien und ich möchte ihn an dieser Stelle sehr herzlich grüßen und ich hoffe, er kommt gut voran, hat sich noch keine Blasen gelatscht und ich gebe jetzt dann, nachdem ich dem Max ein Heiter weiter zugesprochen habe, das Flüstertötenteil an einen weiteren Mitstreiter weiter. Danke fürs Zuhören! An all jene, die glauben, wir sind nur ein paar verrückte Spinner, die auf die Straße gehen, weil wir das so lustig finden. Also an all jene, die hier vor mehr oder weniger verschlossenen Fenstern stehen und uns belauschen und zuhören und sich jedes Mal wundern, warum wir hier sind. Ich habe heute Vormittag ein sehr interessantes Video gesehen. Und zwar auf dem Kanal von dem Wiener Psychiater Raphael Bonelli. Der Kanal heißt RPP-Institut. Und da hat er von einer Studie berichtet aus England. In England hat die englische Schulaufsichtsbehörde eine Umfrage gemacht in Betreuungseinrichtungen und Schulen, was für Folgen das Maskentragen für Kinder hat. Und die Ergebnisse dieser Studie sind erschütternd. Kinder, die Masken tragen, beziehungsweise die, weil die Erwachsenen in ihrem Umfeld Masken tragen, nur das halbe Gesicht sehen konnten, den Mund nicht sehen konnten, haben sich schlechter entwickelt, haben einen verminderten Wortschatz, können sich nicht ausdrücken, können keine Freundschaften schließen. Kleinkinder fangen später an zu sprechen als in der normalen Entwicklung, fangen später an zu krabbeln als in der normalen Entwicklung. Wir haben schon vor über einem Jahr bei unseren Spaziergängen gesagt, schaut euch an, was den Kindern angetan wird, und man hat uns ausgelacht. Jetzt ist das eine offizielle Studie von einer britischen Behörde, veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in einer Mainstream-Zeitung. Glaubt ihr immer noch, dass wir die Spinner sind? Glaubt ihr, die ihr hier hinter den Fenstern steht, immer noch, dass wir aus Spaß auf die Straße gehen? Versteht endlich, dass wir auf die Straße gehen, weil wir müssen, weil es nicht mehr anders geht. Und jeder, der nicht mitgeht, ist verantwortlich dafür, dass sich die Dinge nicht ändern und macht sich mitschuldig. Genauso wie sich 1938 alle mitschuldig gemacht haben, die den Nazis gefolgt sind. Bravo! Da möchte ich mich noch mal ganz kurz einklinken. Wir haben den 30. April unlängst gehabt, bevor ich den 1. Mai erwähnt habe. Da hat man in Salzburg am Residenzplatz Bücher verbrannt. Ja, man hat dann später festgestellt, Menschen, die Bücher verbrennen, verbrennen dann auch irgendwann Menschen. Es ist tatsächlich auch so gekommen und damals war es auch so, dass keiner im Nachhinein betrachtet mitgemacht hat, keiner wollte es haben. Man hat diese Entwicklungen auch jetzt schon, ich war letztens mit dem Roman auf einem Konzert, da konnte man in der Gastronomie sehen, dass die Gastronomie auch nie mitgemacht hat. Aber was den Studienteil der Oxford Schulbehörde angeht, der in der Frankfurter veröffentlicht ist, muss ich sagen, wir müssen uns nicht fürchten. Als österreichischer Politiker kommt man auch ohne Wortschatz, ohne Mimik und auch wenn man nicht krabbelt, sondern nur kriecht, recht gut weiter. Wer das nicht glaubt, kann sich die aktuellen Protagonisten anschauen. Wir haben einen Kanzler, der sich mit dem Sprechen wirklich schwer guckt. Und über die anderen, wie gesagt, reden wir nicht drüber, das wird den Rahmen sprengen. Nichtsdestotrotz zurückzukommen auf diese Bücherverbrennung und auf die Mitläufer, also all jene, die immer noch stillschweigend alles mittragen und hinterher dann sagen, sie waren nie dabei. Erich Kästner, dessen Bücher auch verbrannt worden sind, hat irgendwann einmal gesagt,
aller Unfug in dieser Welt wird nicht nur von jenen verursacht, die ihn machen, sondern auch von jenen, die ihn mittragen. Und Albert Einstein, dem man ja nachsagt, dass er klug gewesen sein soll, hat gesagt, die Welt wird nicht bedroht von bösen Menschen, sondern nur durch jene, die sie gewähren lassen. Also vielleicht ist das auch noch ein Denkanstoß und damit gebe ich die Flüstertüte wieder weiter. Liebe Freunde, es ist das erste Mal, dass ich heute öffentlich spreche, obwohl ich schon manchmal bei der Demonstration dabei war, in Hallein, in Salzburg, in ganz Österreich. Liebe Burschen da hinten, hört mal bitte zu. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr heute hier seid. Einer von euch hat zu mir gesagt, wir haben Angst vor Corona. Und schaut uns an. Wir stehen hier und haben die letzten 2 Jahre überlebt. Und ich möchte Danke sagen, dass ihr hier seid und uns begleitet. Und wir sagen euch, ihr braucht keine Angst haben. Habt keine Angst. Und es würde uns freuen, mich besonders, wenn ihr das nächste Mal, nächsten Dienstag wieder mit uns geht. Nehmt Freunde mit, erzählt ihnen von uns, dass wir für euch auf die Straße gehen, für eure Zukunft. Damit ihr keine Angst haben braucht, damit ihr eine schöne Zeit für euch habt, damit ihr so schön leben könnt wie wir bisher. Danke. Ja, mittlerweile ist es ja echt Standard, wie jeder kennt. Vielleicht. Also eigentlich, ich habe nicht. Natürlich, man hat immer viel zu sagen wegen der wahnsinnigen Regierung, aber am Montag, da schreiben wir noch einen ganzen Roman zusammen, da tue ich dann ungefähr 10 bis 15 Minuten Statement deuten, aber halt um nichts ursprünglich ausgedacht. Aber ich würde mich nur noch mal bedanken an alle Leute, die was genug verstanden haben und hier auf die Straße gehen und gegen die Regierung und gegen alle kämpfen, auch gegen die WHO und gegen den Pandemievertrag. Wir haben einfach schon zu viele Menschen, rechte Verstöße seit über 2 Jahren und das geht einfach nicht. Auch schon vorher war es der Wahnsinn mit der Europäischen Union. Seit der Beitritt hat Österreich nur mehr fast der Europäischen Union zugestimmt und hat keine eigene Meinung mehr gebildet. Natürlich, weil die stärker sind. Die USA ist natürlich wieder das stärkste Land, wie immer. Und die europäischen Länder sind natürlich alle die Marionetten, die was dazuhören müssen. Weil sonst sagt die USA, ihr seid Depper, die machen halt nichts mehr mit dir und dann ist das Land wirtschaftlich am Arsch. Genauso ist es. Und man muss der USA immer noch, es ist leider so, man darf keine eigene Meinung bilden und diese ganze NATO ohne europäische Wahnsinnsscheiß von der WHO, ganz ehrlich gesagt, das ist ein Schmarrn des Wahnsinns. Wir brauchen mehr Leute, um das zu bewegen, aber danke, dass ihr schon mitgegangen seid und ich bin echt froh und vielleicht sehen wir uns ja wieder in Salzburg oder am Mondsee. Dankeschön. Kleiner Nachtrag zu Jonas Worten, Mondsee ist am 7. Mai am Almeida-Park, ich glaube es geht um 13 Uhr los. Näheres findet ihr sicher im Internet, schaut vorbei, seid zahlreich, seid laut, weil man euch die Freiheit glaubt. Dankeschön. Jetzt marschieren Sie mit! Freiheit! Neutralität! Friede! Freiheit!
Ihr seid's der Hammer. Aber bitte lasst euch nicht provozieren von den Leuten, die was da nebenbei gegangen. Ich weiß, es ist schwierig. Ich bin jetzt da leider auch angesprochen worden drauf. Schauen wir, dass wir wieder da in Ruhe kommen und lassen wir einfach die Leute hier Zeit machen. Und zum Thema da hinten, wegen Corona und Angst. Ich laufe seit Ende Sommer früh im Schäfer. Ohne Masken überall hin. Ich habe noch nie das Virus gehabt. Ich bin auch immer nur negativ getestet gewesen, wo ich es mir haben machen müssen. Also ihr braucht wirklich keine Angst nicht haben. Ich bin das lebende Beispiel, dass es funktioniert. Ich war zwar schon wirklich einmal krank im November voriges Jahr, aber habe noch Grippe gehabt. Ich habe einen Husten, Schnupfen, Kuchen, was war da beim Winter gekriegt. Also wie schon gesagt, ihr braucht wirklich keine Angst nicht haben. Und ein bisschen ziviler Ungehorsam, das geht einfach mehr in ihrer Zeit. Weil mittlerweile wissen wir eh, dass alles fällt, schon langsam, die können die Lücken nicht mehr halten. Und Dankeschön nochmal wirklich an euch, ihr seid der Hammer wieder in Haarlein. Natürlich, du darfst dann auch noch was sagen, wie immer. Und ja, macht's weiter so, nächste Woche gehen wir wieder und ich wünsche mir wieder so ein schönes Wetter wie heute. Zumindest einmal ein trockenes Wetter, weil die letzten zwei Wochen war eh ziemlich nass. Also machen wir weiter. Vielleicht ein oder andere mehr. Und wie schon gesagt, ich sage nochmal Dankeschön an euch, ihr seid echt der Hammer, aber lasst euch nicht provozieren von gewissen Leuten. Bringt nichts. Keine Maskenpflicht. Richtig. Da gebe ich auch vollkommen Ruhe. Nein, keine Maskenpflicht nehmen, weil die ist sowas von schädlich und das ist auch schon mittlerweile festgestellt worden. Und die Lügen können sie mal lang aufhalten. Bevor wir jetzt alle auseinandergehen, habe ich noch eine Einladung für euch. Und zwar, kurze Rede, ich arbeite in Salzburg in einer Buchhandlung und in einem Buchantiquariat, das heißt Neues Leben. Und bei diesem Antiquariat ist auch ein Verlag dabei, der auch Neues Leben heißt. Und in diesem Verlag hat der Schriftsteller Franz Reidinger vor ein paar Wochen ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Rückkehr der Zwangsmedizin, wo er sich auch mit Corona natürlich auseinandersetzt. Und morgen um 17 Uhr haben wir in dieser Buchhandlung eine Lesung mit Franz Reidinger aus diesem Buch und er wird auch über andere Dinge natürlich sprechen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Zeit hättet, morgen um 17 Uhr Salzburg Stadt, in der Bergstraße, Bergstraße 22. Für diejenigen, die nicht wissen, wo das genau ist, man geht vom Bahnhof rein Richtung Altstadt, nach dem Mirabellplatz, zweigt links die Bergstraße ab, am Eck ist die Hypobank, kann man gar nicht übersehen. Und in dem Eckhaus, wo die Hypobank drin ist, ums Eck herum, ist unsere Buchhandlung und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen Zeit hättet, um 17 Uhr zu dieser Lesung zu kommen. Bravo, wunderbar, danke. Also ich als Bildungsferner bin da morgen dabei, ich sage mir schon mal ganz offiziell an. Ich gehöre nämlich zu jenen, die noch in die Schule gegangen sind, da musste man als Schüler noch analoge Uhren lesen können. Nicht, dass ich da jetzt was über die heutige Jugend sagen will, alles ist gut. Schön, dass es bereits einen schwarzen Block gibt. Sie werden irgendwann später draufkommen, wenn Sie Ihre Herkunft entsprechend an Bordwuchs haben, dass das mit der FFP2-Maske gar nicht so toll ist. Der Roman und ich waren nämlich vorhin mal wieder maskenlos einkaufen, übrigens als Einzige, und haben das Sonderangebot beim Lidl gesehen, dass die Mund-Nasen-Schutz-Geschichte inzwischen teurer ist als die FFP2-Maske. Der Mund-Nasen-Schutz kostet nämlich inzwischen 2,99, die FFP2-Maske nur 1,99. Also es lebe die Inflation, es lebe der freie Markt, ne? Angebot und Nachfrage und so. Also alle, die noch nicht im Gesundheitsfaschismus oder im Kommunismus angekommen sind, werden wissen, wovon ich rede. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich ansprechen wollte. Ich habe zuerst erwähnt, dass der Max von Salzburg nach Wien geht und nachdem wir ja alles Aluhüte, Schwurbler und Co. sind und die sich ja bekanntlich immer bei Telegram versammeln. Also alle, die wissen wollen, wie es am Max geht, die haben die Option, in der Telegram-Gruppe Fastenwanderung Salzburg-Wien mit ihm zu korrespondieren und Bilder von ihm zu sehen und ihm alles Gute zu wünschen und dergleichen. Und jeder, der es noch nicht weiß, unser Krawall-Krisen- und Kriegsjournalist, der Roman,
Und ich stehe natürlich auch in Kontakt und wir werden da auch immer wieder ein bisschen Update im Netz geben. Das heißt, wer Romans Videos verfolgt, wird auch ein bisschen mitbekommen, wie es Max geht. Damit vielen Dank und wir sehen uns morgen 17 Uhr für all jene, die Zeit haben und noch was haptisch mit Büchern anfangen können. Hat man ja sagen lassen, die brennen recht gut. Ja, in diesem Sinne, Preise steigen, Bücher verbrennen können wir schon mal wieder machen. Hat in Österreich Tradition. Dankeschön! Hey Leute, ich würde nicht stören, ich weiß, ich bin schon so ja sehr, das habe ich doch gesagt. Ja, also ich wollte nur noch ansprechen, dass Österreich durch diese Regierung eine so hohe Inflation hat von schon fast 7%. Und mehr. Oh Gott. Das kommt mir ganz durcheinander. Nächste Woche wird es mal 12% sein, oder? Vanessa, das mit den Zahlen ist in Österreich immer so eine Sache. Und das ist einfach ein... Und es ist einfach ein Wahnsinn. Die Steuern werden immer noch erhöht. Menschen können fast nicht mehr leben, weil sie so viel Geld aufnehmen müssen. Die Steuern so erhöht, ob Energiesteuern, ob Mehrwertsteuer und so weiter. Das ist, wir können uns weiter nicht mehr leisten. Auch die Stromsteuern sind um 50% angestiegen. Menschen leiden, Menschen werden obdachlos. Die Obdachlosigkeit steigt, die Inflation steigt. Generell, dass die Verschuldungsquote steigt. Und es ist einfach ein Wahnsinn. Auch das Sozialbruttoinlandsprodukt ist in Österreich so runtergegangen. Österreich war mal besser. Aber jetzt sieht man, das ist einfach nur mein Wahnsinn. Und das ist keine Demokratie mehr. Ganz deutlich. Also auch noch mal kurz von mir zu den Zahlen. Wie kann das sein, dass unsere Energiekonzerne einen Gewinn machen von über 200%, während wir mehr zahlen müssen? Also irgendwo stimmt da wirklich nicht mehr. Wir müssen da jetzt wirklich schon langsam einmal mehr aktiv werden und aufstehen und den Leuten das wirklich sagen. Aber wie schon gesagt, ich bin darauf vorbereitet, falls es einmal so schlimm kommen sollte. Ich bin dann gleich weg, sozusagen. Sichere Unterkunft und ich hoffe, das habt ihr auch. Also, wie schon gesagt, Dankeschön nochmal und wir sehen uns dann nächste Woche. Wir ziehen dann einfach dem sozialistischen Gedanken getreu in irgendeiner SPÖ-Zentrale ein, weil die SPÖ ist ja quasi die, die sich für den Klassenkampf einsetzt. Und die haben ja auch ein oder zwei Prachtbauten, also entweder das oder wir gehen einfach ins Finanzministerium, wo unser Finanzminister verdient an der Krise tatsächlich im Moment einmal 11 Milliarden. Und nachdem ich vorher schon gesagt habe, die Zahlen sind ja in Österreich immer so eine Sache, also die steigen meistens und man muss ja dann hinterher immer nachbessern. Es ist ja mit den Todeszahlen so, also wahrscheinlich ist es mit den 11 Milliarden eh noch nicht die Talsohle, die wir erreicht haben. Aber wie gesagt, ein krisensicherer Ding, ja, also wir haben da jemanden, der ist Wikinger und hat ein Drachenboot. Das ist eine nette Option, bei David Jones an Bord zu gehen, aber wie gesagt, ich glaube, ich ziehe dann einfach beim Finanzminister ein. Für 11 Milliarden kann man dort zur Not mit kleinen Euroscheinen auch noch den Kamin befeuern. Danke. Gehabt euch wohl. Ich verabschiede mich auch von dir, weil nächsten Dienstag habe ich sowieso auch...